Heute, was geht ab, Leute? Tong hier. Legendär Garage-Stunde fängt gleich an. Es ist aber Vespi. Ich mache meine zwei freien Pässe. Wieso nicht? An zwei Arenen, wo ich natürlich noch die Arena-Punkte brauche, um auf Gold zu bekommen. Wird leider angegriffen, sonst könnte ich mich reinsetzen, aber leider nein. Ja, schade. Plan heute, die zwei Raids hier. Problem, keine zwei Raids nebeneinander. Alles blockiert. Da hinten seht ihr es blockiert. Da blockiert, da blockiert. Da hinten, den könnte ich dann machen. Da muss ich dann rüberlaufen. Und dann hier irgendwo muss ich auch noch den Kollegen Robin finden. Der macht die normale Raid-Tour. Startet Sendinger Tor so wie immer. Müssen wir irgendwo abfangen und Glückstausch mit ihm machen. Danach gehe ich wahrscheinlich noch hier ein paar Runden, ein, zwei Runden in der Innenstadt. Die Farmroute ablaufen für irgendein Shiny hoffentlich. Und natürlich Glückstausch zünden, mit allen Freunden aufsteigen. Das ist so der Plan. Ich habe eine gute Stelle gefunden, wo wir uns hinstellen können. Ich muss euch trotzdem leider tragen. Halten. Ah ja, 7 Leute. Marienplatz, Stachus. Das ist abnormal wenig. Ist eigentlich immer 20 voll, zweite Gruppe, manchmal dritte Gruppe. Okay, das ist übertrieben, aber eigentlich immer voll, Mann. Jetzt sind einfach nur 8 Leute hier. Das ist zu einer Raid-Stunde. Gehst du auch ein komischer Raid irgendwo in der Mitte? Das wäre nicht der beste Punkt zum Starten. Aber trotzdem. Schauen wir mal. Ihr wollt meine Pokémon gar nicht sehen, fragt sich, mit was ich kämpfe, weil ich habe beinahe 200 verletzte Pokémon. Kann der wenigstens Biss, ja, der kann wenigstens Biss. Biss Knirscher, Despri Psycho, leider nicht so gut. Einer, der gelbe vom Sinfio, der ist gar nicht so schlecht. Zweitbester Psycho-Angreifer. Nach Mewtwo. So, 8 Leute. Ja. Dragon, Rayquaza, alles klar. Ich kann mich nicht beschweren, ich darf mich nicht beschweren mit meinen halbtoten Pokémon. Snibuna, voll geheilt, wow. So, der teilt ein bisschen Damage jetzt aus. GPS Drift, nicht gut. Vielleicht ist diese Stelle hier doch nicht so gut, wenn ich GPS Drift bekomme. Jetzt machen wir den Raid, laufen darüber zum anderen, machen dazwischen, also fangen dazwischen hoffentlich und machen Geschenke auf. Und wie gesagt, dann ein Glückstausch und dann war es auch schon für diese Folge. Kurze, knappe Folge. Schreibt in den Kommentaren, wie es bei euch so lief. Habt ihr welche gemacht oder hat es euch eher nicht gejuckt? Aha, Tanzschule ist hier. Grüße gehen raus an Tanzverbot. Keine Ahnung, wie ich jetzt gerade drauf komme. Fragt mich nicht. Mein Gott, dauert das lange hier. Mein Arm wird echt müde. Okay. Alter, wir schaffen es fast nicht mal. Wir sind gerade mal so im gelben Bereich und haben ein bisschen mehr als die Hälfte noch, aber naja, nicht so wirklich viel. Wir sind so 40 Sekunden im Plus. Sagen wir 50. 50 Sekunden im Plus. So. Stell ich mal hier hin, wegen GPS-Drift. Nicht, dass ich Team wechseln muss und dann gar nicht mehr bei der Arena bin. Los Leute, haut rein! Du hast was geschafft. Sag ich das war mein? Okay, einen habe ich noch zum Glück. Sogar einen relativ guten, ne? Geschafft, Mann. Das war leidend. Krieg ich einen 100er?
Krieg ich einen 100er? Nee, leider nicht. 17,8 ist extrem schlecht. Und Shiny kann er leider nicht werden. Leider. Oh! Wait for the Quest. Stimmt, das muss ich auch machen. Und der war ja so leidend zu fangen. Ich blende das mal hier in den Mai ein. Boah, ich kann nicht fangen und Kamera halten. Zweiter Raid. Ich habe den ersten sogar gefangen. Irgendwie einfach geworfen. Jetzt ich abgewartet, Fangtrip oder so. Zwei ältere Damen mit jeweils zwei Handys. Sowas ist immer noch lustig zu sehen. Also dass nicht nur so Hardcore-Spieler zwei, drei Handys haben, sondern auch einfach so Standard-Muttis, sag ich mal. Wir haben nicht geheilt. Wir kämpfen mit irgendwelchen Resten. Aber diesmal sind wir sogar 10. Sollte hoffentlich ein Ticken schneller gehen. Ich schaue mich um, ob ich hier irgendjemanden erkenne. Hier und da sind schon ein paar Spieler, aber an sich niemand, den ich jetzt kenne. Wie gesagt, wir müssen jetzt dann noch den Kollegen Robin finden irgendwo. Naja, das sieht ja viel, viel besser aus. Viel, viel besser sieht das aus hier. Anschauen. Okay. Wir müssen mal Platz machen hier. Mein Gott. Mein Arm stirbt durch den Mund. Gleich haben wir es geschafft. Mein Arm kann echt nicht mehr. Und leider nichts, Leute, leider nichts. Aber ein Rad noch. Morgen schaffe ich die nächste Stufe. So, beide gefangen. Einen sogar mit Critical. Jetzt müssen auch EP kommen, ja. Hey, lieber Thomas. 200k. Dicker Gott aus Hamburg. Oder zumindest in der Nähe. Tintin. Mein Reiseführer aus Hamburg. Irgendeiner, wahrscheinlich irgendein Zuschauer. Yo, Femi. Sir Larry. Grüße gehen raus. Perfekt. Wir haben den Kollegen gefunden. Viel, viel, viel später. Aber besser spät als nie. Wäre ein Palkia oder Dialga? Palkia habe ich leider keine mehr, aber Dialga. Problem ist, die sind alle verletzt. Ich muss jetzt erstmal was heilen, um tauschen zu können. Alter, wie heftig ist das? So. Da haben wir den Dialga. Kollege hat nur noch Sonnenbrille am Start. Aber nehmen wir gerne. 4,5. Er braucht 28,84. Den habe ich sogar bekommen. Wetterboost. 100er damals. Oh, 401. Aber so niedrig ist es, glaube ich, 2 Unterschied. Oh, 3 sogar. Oh, das ist ja richtig schlecht. Mein Beileid, Mann. So, Leute, wir sind wieder zu Hause. Ist der nächste Tag. Wir haben gestern leider nicht so viel gemacht. Ich habe ein paar Arenen eingenommen. Die stehen glücklicherweise noch. Das passiert mir nicht oft, dass die über Nacht stehen bleiben. Dann haben wir die Raid-Stunde gemacht. Dann haben wir den Kollegen Robin gesucht, haben da getauscht, aber leider, ja, nur ein 93er, nur also 93 Shiny Lucky schon okay. Hier nochmal, ja, immer ein KP,
der niedrige Wert. Ansonsten habe ich den hier bekommen. Und jetzt? Check mal die AV. Ist kein 100er, aber nach dem Erlösen wird es ein 100er. Mein viertes erlöstes 100er. Problem ist, ich habe 3 100er erlöste Radfratz, also eigentlich erst mein zweites. Weil 2 von den Radfratz werde ich wahrscheinlich wegschmeißen oder so. Habe ich mich verschaut? Nein, habe ich nicht. 100er erlöst. Jetzt kann ich es dazu schreiben. Sehr nice. Habe ich dazu noch E oder so? Nee, sieht man glaube ich so. Sehr, sehr nice. Level 25 sogar. Alle erlösten Level 25. Ich warte mal mit dem Entwickeln. Vielleicht kommt irgendwann mal der Ceiling Move zurück. Dementsprechend können wir mal warten. Ah ja, und hier meine 2 Recipe von gestern. Aber auch da nichts Erwähnenswertes. 17.03 und 17.11. Leider sehr, sehr unbeliebt. Verständlich. Es gibt absolut keinen Grund, den zu raiden. Vor allem, er kommt ja irgendwann in Shiny Form. Da kann man dann auf jeden Fall ein paar machen, bis man ein, zwei Shinies hat. Aber gestern gab es eigentlich echt gar keinen Grund, den zu raiden. Jo, das war's von mir, Leute. Und von der Vespi Rage Stunde. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr ein paar gemacht habt oder ob euch das so gar nicht gejuckt hat. Ich gehe jetzt raus. Ein paar Shinies jagen, ein paar Game machen. Ja, seht ihr eben morgen dann im Video. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.